Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Wir haben ein anderes Outfit mal genommen, oder ich habe ein anderes Outfit genommen. Das von der Spiegel-Jessie. Ich weiß nicht, ob ich das behalte, vielleicht auch nicht. Wir werden schauen. Wir müssen auf jeden Fall hier eigentlich, also... belastend. Dann hätte ich doch da hingehen können. Och Mann, ey. Ich dachte, ich komme von hier dahin, aber anscheinend nicht. Das ist sehr doof. Wir müssen nämlich dahin, wo wir noch gar nicht waren. Aber wie komme ich denn da nochmal hin? Das da hinten irgendwo. Da muss ich halt mal schauen, wie man da hinkommt, ne? Wow. Okay, achso, ich habe keine... Achso. Hier, kriegst ein Paket ins Gesicht. Und ein Stein. Und noch ein Stein. Und das, die Steine leider nicht, weil das geht nicht. Das geht dich nämlich auch nichts an. Kannst du weggehen? Okay. Wie, das war's jetzt, oder was? Wo ist er? Ich finde ein bisschen blöd, dass ich mir selbst Damage schon mache. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht so knorke irgendwie. So, tschüss. Mein Gott. Ah, danke. Da ich das noch nicht habe, ist ja auch komisch. Ich finde die Hose cool. Den Rest, na, ist okay. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ach, guck mal, hier ist die Brücke aber schon da. Sonst mussten wir mal irgendwas anderes machen. Aschenbecher. Ja, warte. Machen wir so. Ist besser. I'm averse to using objects of power. I don't want to lean on things I ultimately can't trust. But the ashtray and the cigarette, smoking there forever, have their uses. The ashtray maze they conjure is an impossibly changing labyrinth that no one but the Binder, and those the Binder invites, can ever pass through. The things we hid in dimensional research, the things Darling studies, the danger and the risk involved, call for every measure of security and protection I could bring to the table. The maze, hands down, is our strongest lock. I gave Darling and his chosen crew license to pass through the maze. Lately, I've started to think I should revoke that license. Hmm. Alter, eine Zigarette, die immer brennt. Boah, Junge. Das wäre geil. Das hätte was. Ich renne einfach weiter, ne, während du erzählst. Ciao. Okay. Ui, ja, ja, schick, schick. Broken. How many dead ends can this place have? What? We need to find Arti. Was soll ich machen? Ich soll Arti finden? Jesse, den Forschungssektor, um die Abteilung für Dimensionsforschung sowie den DIA-Projekt zu finden, als das Aschenbecher-Labyrinth eine Sicherheitsmaßnahme, welche die Abteilung für Dimensionsforschung schützt, soll Jesse den Weg versperrt. Okay. Na dann. Let's do this!
Ich meine, Artie, der weiß bestimmt alles. Das ist sowieso auch ein komischer Typ. Ob man über den noch mehr erfährt, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist kein normaler Hausmeister. Das ist mindestens ein richtig guter Hausmeister. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Schlafanzug. Where is he? Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? What? Go on a holiday. Alter, was ist mit dir? Das ist ein ganz komischer Typ. Ich sage es nur so, ne? Falls man es noch nicht bemerkt haben sollte, ist ein komischer Typ. Müssen wir ein bisschen hier aufräumen. Ich habe zu viel Scheiße. Habe ich hier ein besseres Äquivalent dazu? Nö. Das ist sehr belastend. Ich habe auch die Hoffnung fast aufgegeben. Ja, komm, die Dreier machen wir jetzt auch weg. So, passt. Okay. Ohne Witz, was geht hier ab? Den nehme ich jetzt auf meine Seite, den Boy. Du kannst den schön mit Raketen beschießen. Oh, jetzt habe ich ihn getötet. Tut mir leid. Ah, ja, bist gleich tot. Oder auch nicht, weil ich daneben schieße. Kann auch passieren. Tschüss. Don't wrath with me, bro. Bra, bro, bra. Geht nur von an. Okay, immer da, wo die Sonne ist, geht's in den Urlaub, oder was? Oh Gott! Alter Junge. Das war knapp. Hä, Alter, wo bringt der mich denn hin? Der Dude bringt mich einfach in ganz neue Bereiche. Und was genau macht der überhaupt? Beschwerde über den Hochofen, ja. Komisch. Betreff der Hochofen. Warum dürfen wir darin keine veralteten Papiere verbrennen? Er scheint mir Verschwendung eines absolut guten Feuers zu sein. Ich will nur ein bisschen Geld und eine Menge Aufwand sparen. Das gefällt Anzugstypen doch normalerweise, oder? Womit der Hochofen dann befeuert? Womit wird der Hochofen dann befeuert? Und wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Er ist immer an, aber ich sehe niemanden, der sich darum kümmert. Und das Geräusch, das er macht, ist das nicht ein wenig, ich weiß nicht, unnatürlich? Ich meine, ich kann doch nicht die Einzige sein, der dieses komische Keuchen oder was das ist, hört. Jemand sollte sich das Ding mal ansehen. Es ist vielleicht an der Zeit, ihn zu ersetzen. Nee, der ist schon ganz cool. Um Gottes Willen. Eieiei. Ah, die klatsche ich weg hier. Easy. Wow.
Ach, die treffen mich die ganze Zeit. Hier, halt die Schnauze, Junge. Oh Gott. Ich sollte nicht an den Rand gehen, das ist nicht gut für mich. Arti, ich bin hier, wo muss ich hin? Oh Gott. Eins, zwei und ciao. Ui, ui, ui. Ocean View Motel. Oh Gott. Nee, danke. Ich mache einfach mal alle an. Wird schon. Irgendwas wird's bringen. Ah ja. Dankeschön. Ach, immer wieder schön hier zu sein. What the fuck? Ich hab doch den Schlüssel. Lol. Okay. Dann sind wir jetzt hier. Easy game. Ja, danke, Arti. Was hier? Mission. Folge Artis Vision. Ey, ich versuch's. Ich versuche, ihm zu folgen, so gut es geht. Nee, oh, shit, 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 shit. Das war kacke. Das war nicht gut. Oh, fuck. Oh, das war auch knapp. Aber wir kommen ja noch anders hier hoch. Kein Problem. Easy peasy. Ne? Da bin ich? Wo muss ich hin? Runter oder hoch? Oh, hier ist eine restricted area. Das ist mir scheißegal, ich gehe da jetzt runter. Ciao. Lol, wie weit. Junge. Das geht weit runter. Hier ist nichts in der Ecke, okay, das ist ein enttäuschend jetzt. Aber hier, ja, auch nicht. Schade. Alter, what the fuck? Wo sind wir denn hier? Wer steht denn da? Oh, warte. Hier kriegst du ein ganzes Regal. Ah, das fand aber schon gut. Albany. Nach ihrer Ankunft brach die Truppe in das Lager ein und entdeckte Kisten voller nicht gelieferter Waren, die der vorherige Besitzer des Warenhauses zurückgelassen hatte. Während sie den Geräuschen nachgingen, ließen Schwarz entlang der Südseite des Gebäudes die Wand nach innen einstürzen.
Holzkisten mit beschleunigter physischer Schwarzaufgrund schwarz schlugen schwarz. Agent im Außendienst sowie zwei Auszubildende bewusstlos. Die anderen entkamen aus dem Warenhaus, bevor es vollständig einstürzte. Im Geröll fanden sie GO63 im Epizentrum des Schwarz, wo er Schutt anzog und wieder abstieß. Sie hielten um den Gegenstand herum Wache, bis der Mond unterging und die gewandelte Eigenschaft aufhörte. Sie brachten den Gegenstand ohne weiteres in die Behörde zurück, sodass wir konnten vermieden werden. Beim Einsturz des Warenhauses gab es keine Augenzeugen, weshalb die Verbreitung alternativer Informationen durch die Kommunikationsabteilung nicht erforderlich war. Das sind diese Kugeln. Okay. Aha. Was passiert jetzt? Oh, hallo. Halt deine Backen, ey. Boah, du bist ein übelst nerviger Typ, ne? Ups. Nein! Ich falle. Ich kann mich nicht retten. Scheiße. Da kommt sie. Meine Gondel. Ich werde... Fuck. Ach, Mann, scheiße. Nein! Da bin ich runterfallt. Oh, das ist ärgerlich. Das ist echt, echt. Mann, du. Blöd. Naja. So. Aber das schaffen wir. Müssen ja nur wieder hier runterfallen. Kein Problem, easy. Fallen können wir gut. Alter, das war knapp. Wie man aber auch das erst so ein bisschen verdunkelt ist und wenn du das, da denkst du ja, da ist schon der Boden, ne? Hier, du kriegst wieder ein ganzes Regal, du Arsch. Okay, jetzt kommen sie wieder. Huch. Mein Gott, stirb doch einfach. Das ist doch unglaublich mit dir. Au. Als ob. Als ob der noch lebt. Lächerlich. Alter, der lebt ja immer noch. Wie kann das denn sein? Also. Hä? Jetzt ist er tot. Sehr gut. So. Das ist halt cool, dadurch, dass man schwere Objekte halt hochheben kann. Übelst nice. Boah, das Ninja Boy. Oh Gott, da ist noch so einer. Ich fange einfach immer das gleiche wieder auf. So. Tschüss.
Tschüss. Oh. Gott. Nee, ist sowas nicht mehr. Scheiße. Alter, du Drecksack mit deiner Kackrakete. So, mein Gott, ey. Ich krieg einfach nicht das Zeug, was ich brauche, ne? So, und nun, was habe ich jetzt getan? Ich habe einen Button gepusht. Ach so, da kommt die Gondel, stimmt. Die habe ich da gesehen, mein Gott. Oh, mit geiler musikalischer Untermalung. Ich flippe aus, du. Nice. Ja, gut, jetzt sind wir hier, ne? Können wir mal gucken, was da so guckt. Also ich glaube, ich ziehe wieder das andere an. Finde ich cooler. Den Schmetterer können wir natürlich auch mal benutzen. Ich bin im Nirgendwo. Cool. Also wenn man im Nirgendwo ist, dann kommt man ja quasi auch überall hin. Dauert ganz schön lange, bis man ins Nirgendwo kommt. Ich frage mich ja manchmal, ist das jetzt so ein tatsächlicher Aufbau? Also ist das wirklich eine Struktur? Hier ist ja alles mit Struktur, ne? Nennt sich Brutalistik. Witziger Name. Aber mich würde mal interessieren, ist das jetzt real existent, das hier in unserer Dimension? Oder ist es in einer anderen Dimension oder ist das alles irgendwie nur im Kopf oder so? Ne, und gibt es gar nicht. Das würde mich interessieren. Weil hier geht's sehr tief runter anscheinend. Das muss ein endlos großer Raum sein. Was ja praktisch nicht möglich ist. Oder theoretisch nicht möglich. Praktisch offenbar ja schon. Okay. Ich würde sagen, was uns im Nirgendwo erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Ne? Dann würde ich sagen, ich bedanke mich und bis dahin, haut rein.